Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Inselleben, liebe Freunde. Und heute befinden wir uns wieder im Cast, denn heute erstellen wir endlich unseren Prinz Erik und ich freue mich schon sehr. Und ja, ich habe dem Guten auch schon mal einen Namen gegeben. Er heißt nämlich Erik Prinz. Ich bin richtig kreativ wieder mal, liebe Freunde. Und ich habe mir auch schon ein paar Vorlagen rausgesucht aus dem Internet, damit ich so ungefähr weiß, in welche Richtung wir gehen müssen. Er wird wahrscheinlich nicht ganz genauso aussehen, aber ich hoffe, ich komme schon nah dran. Und bevor ich jetzt anfange, möchte ich natürlich mal eben kurz noch den Gewinner bekannt geben von meiner Verlosung. Ich habe ja ein Inselleben-Pack verlost in einer meiner letzten Folgen. Und die liebe Gewinnerin darf sich jetzt freuen, die ist hier unten eingeblendet und es ist die liebe NoNoHo. Und sie hat geschrieben, wenn ich gewinne, heule ich, haha. Und ich hoffe, du heulst nicht. Und wenn, dann nur vor Freude. Also schreib mich gerne an, du hast das Pack gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich sehr für dich. An alle anderen, seid nicht traurig. Ihr habt unglaublich viele Kommentare geschrieben. Ich glaube, es waren über 1000 Kommentare, Freunde. Und so eine aktive Community, die will ich jetzt hier immer sehen. War auf jeden Fall super mega geil und hat mich sehr gefreut. Also werde ich des Öfteren jetzt mal wieder Verlosungen starten. Und jetzt starten wir mit unserem guten Prinz Erik, damit wir hier nicht so lange rumbummeln. So, Prinz Erik, wie ist denn der so drauf? Also ich würde jetzt mal so im Großen und Ganzen sagen, er ist ein Familienmensch, weil er ist ja ein Prinz. Er ist Supervater. Supervater finde ich eigentlich schon ganz süß. Das machen wir, glaube ich, mal. Häuslich. So, und folgende Merkmale hat der Gute. Ich würde sagen, der ist romantisch, weil er ist natürlich ein Prinz. Er ist, was könnte er noch sein? Musikliebhaber würde ich vielleicht auch ganz cool finden. Er ist ein Hundefreund. Er hat ja auch einen Hund, liebe Freunde. Der kommt natürlich auch noch hinzu. Er ist ein Hundefreund. Und was ist er denn noch? Ja, das ist immer sehr schwierig. Kind der Insel könnte man machen. Kind des Meeres finde ich eigentlich auch noch ganz gut, weil er ist zwar keine Meerjungfrau, aber er liebt das Meer ja trotzdem, weil er ist ja im Film so ein Segler oder sowas. Also auf jeden Fall so ein Schiffsmensch, auch wenn er Prinz ist. So, und jetzt schauen wir erstmal, welche Hautfarbe wir dem geben. Also ich würde jetzt erstmal so eine normale Hautfarbe hier auf jeden Fall nehmen. Ich muss jetzt auch mal nochmal hier das Foto aufrufen, damit ich nochmal ganz genau sehe, wie der Gute aussieht. Weil das wird schon speziell, Freunde. So, ich mache jetzt erstmal hier seine ganzen Sachen weg. Also hier seine ganzen Klamotten. Das muss ich ihm jetzt alles mal vom Leib reißen. So. Erstmal was für die Ladies hier. Also ich denke, er ist auf jeden Fall schon sehr gut gebaut. Also das ist er auf jeden Fall. Er hat schöne, breite Schultern. So. Ich will es auch nicht so übertreiben. So richtig... Ja, also er hat auf jeden Fall schon Muskelansatz. Das sieht man schon. Ich glaube, so finde ich schon ganz gut. So von seiner Statur her. Ist noch nicht too much und nicht zu wenig. So, Haare mache ich, glaube ich, auch erstmal weg. Oder soll ich ihm direkt eine Frisur geben, damit ich wenigstens so einigermaßen Leitfaden habe? Weil... Er hat ja längere Haare. Er hat solche Haare schon fast, würde ich sagen. Also sowas kommt auf jeden Fall schon hin. Aber ich gucke nochmal, ob ich nochmal was Besseres finde. Ja, sowas ist schon wieder zu viel. Nee, sowas ja auch nicht. Sowas würde auch noch gehen. Aber irgendwie mag ich die Frisur nicht. Wir können auch sowas hier machen. So ein ganz wilder Tarzan. Nee. Also ich glaube... Warte, ich scroll mal nochmal ganz nach oben. Hier haben wir ja auch noch einige. Obwohl, da war, glaube ich, gerade noch eine, die ich ganz gut finde. Sowas würde auch gehen, aber der hat so wie so eine Tolle vorne. Sowas eigentlich. Eigentlich sieht er so aus. Also eigentlich, wenn man es genau nimmt, hat er so eine Haare. Sowas würde auch noch gehen. Sowas kommt, glaube ich, auch hin. Also ich habe ja, wie gesagt, das Bild vor mir liegen. Nee, das ist schon wieder zu viel. Das ist zu schmerry. Das hat er auch nicht. Nee, also ich glaube fast, also die ist nicht gut, die ist ganz gut und die ist ganz gut. Ich glaube, am realistischen ist fast schon die hier. Aber die ist auch nicht schlecht. Ich lasse, glaube ich, erstmal diese hier. Und jetzt machen wir mal sein Gesicht. Also er hat ein sehr markantes Gesicht tatsächlich. Oh, ob ich das hinkriege, Freunde, das wird ja jetzt was. Er hat auf jeden Fall nicht so Schlitzaugen, er hat so ganz liebe Augen. Ich guck mal, was so als Vorgabe gibt. Sowas hier kommt schon hin. Warte mal, ich glaube, ich muss das mal selber machen. Er hat auf jeden Fall blaue Augen, so sieht es auf jeden Fall aus. So, auf jeden Fall größere Augen. Und er hat auch so ziemlich buschige Augenbrauen. Und auch so ziemlich kantige, also das ist schon wieder ein bisschen zu viel. So finde ich sehr schön. Mono. Mono ist doch für jeden. Das kommt auch schon ganz gut hin. Das ist immer sehr schwierig. Das würde auch, glaube ich, hinkommen.
Der hat die halt hier hinten so wirklich so ganz brav runtergezogen. Eher so das ein bisschen höher und das so ein bisschen weiter runter. So. So schon fast. So würde ich, glaube ich, schon fast sagen. Ich will ihn natürlich jetzt auch nicht verunstalten. Die Nase ist eigentlich schon ganz gut. Die müsste halt auch noch ein bisschen kleiner, schmaler. Lippen hat er auch ziemlich wenig, also sehr schmale Lippen. Oh, nein, ich habe seinen ganzen Kopf verunstaltet. So. 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 Ist auf jeden Fall ein freundlicher Dude. So, das hat er schon sehr, und er hat auch ein sehr ausgeprägtes Kinn. Das kann schon so ein bisschen nach vorne kommen. So schon fast. Das ist schon mal gar nicht so... So schlecht ist es schon gar nicht. Wir kommen schon ran. Ich weiß, Freunde, jetzt werden wahrscheinlich viele aufschreien so... Nee, also ganz ehrlich, Mimi, der sieht überhaupt nicht aus wie Prinz Erik. Aber ganz ehrlich, wir wollen ja jetzt auch nicht übertreiben. Er soll ihm halt schon ein bisschen ähnlich sehen. Aber er hat irgendwie so einen Schnabel. Aber er soll jetzt halt auch nicht... Ja, also er muss jetzt nicht hundertprozentig aussehen wie er, aber es wäre schon schön, wenn man das so ein bisschen so hinkriegen könnte. Aber so finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Er hat ja auch keinen Bart, den Bart mache ich mal ab. So, jetzt sieht er irgendwie gar nicht mehr aus wie Prinz Erik. Moment, jetzt muss ich mal den Mund auf jeden Fall ein bisschen höher. So, das Grübchen im Kinn ist schon mal ganz gut. So, also verkehrt ist das schon nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber so verkehrt finde ich das schon mal nicht. Die Augen vielleicht noch ein bisschen ändern. So, und dann nach hinten so ein bisschen. Ich habe immer Angst, dass ich ihn dann noch mehr verunstalte, als ich gut mache. So. Also das Gesicht ist wirklich immer das Schlimmste, beziehungsweise das Schwierigste, das gut hinzubekommen. Oh nein, ich wollte nicht seine Augen fummeln. Also schlecht finde ich ihn jetzt schon mal nicht. Er ist schon nice, ne? Also man kann sich den schon geben. Ich mach mal die Lippen doch ein bisschen voller. So vielleicht. Ja, doch. Vielleicht kann er mal lachen. Das wäre mal nicht schlecht. Ja, lach mal, lach mal, lach mal. Los, lach. Lach. Wir wollen was sehen. Warum lacht er denn jetzt nicht? So sehen wir es doch nicht. Aber er hat auf jeden Fall gerade Zähne. Er lacht einfach nur so, er schmunzelt so ein bisschen. Aber das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Sieht doch schon so ein bisschen aus wie Prinz Erik. Also verkehrt finde ich das nicht. Jetzt lacht er. Toll. Jetzt ist es zu spät. Warte, wir gucken nochmal. Ja, doch. Ist schon gut. Zahnspange hat er nicht. Nee, also ich würde auf jeden Fall die geraden Zähne nehmen. So ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. So, und er hat ein weißes Hemd an. Das weiß ich. Jetzt müssen wir gucken, ob wir so ein weißes Hemd haben. Also sowas könnten wir jetzt zur Not noch nehmen. Aber er hat auf jeden Fall eigentlich sowas mit Kragen an. Und das würde ich eigentlich auch ganz gerne hier haben. Jetzt müssen wir natürlich gucken, ob wir so ein aufgeknöpftes Hemd haben, was so komplett weiß ist. Und ein bisschen aufgeknöpft halt. Und er hat so eine komische blaue Hose an. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir dem untenrum auch so Stiefel anziehen. Warte mal, wie ist denn sowas hier? Kann man sowas nicht in ganz weiß haben? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, sowas, ja, es kommt schon hin, aber das ist halt so sehr vernünftig. Ich würde gerne lieber sowas hier haben, sowas Offenes und das halt in ganz weiß. Aber das gibt es natürlich nicht. Oh, wieso gibt es denn sowas nicht in weiß? Das wäre perfekt. Warte mal, sowas hier vielleicht? Das ist auch nicht, das ist mir nicht weiß genug. Das wäre auch gut gewesen. Oder einfach sowas. Das könnten wir auch machen. So offen. Also das könnte man machen. Ist aber schon ein bisschen... schon sehr sexy, möchte ich sagen. Wollen wir so weit gehen, ist die Frage. Und alle Weiber so in den Kommentaren. Ja! Wir wollen es so. Warte mal, was ist denn mit dem hier? Das ist es! Freunde, das ist es! Das ist das Hemd, was er anhat! Oh mein Gott! Das sieht genauso aus! Das ist voll gut, das nehmen wir. Das ist wenigstens ein bisschen zugeklöpft, auch wenn es so falsch zugeklöpft ist, aber das nehmen wir. Und jetzt kriegt er noch so eine blaue Lumpi-Hose dazu an. Jetzt muss ich gucken. Also er hat nicht so eine richtige Jeans an.
Er hat eher sowas wie der Jogger an. Aber das ist halt auch keine richtige Jogginghose. Sowas hier, sowas in der Art. So sieht es auf jeden Fall aus. So in Blau. Und dazu hat er dann so Stiefel an. Dann müssen wir sowas hier. Ja, so sieht halt Prinz Erik aus. Das muss man einfach mal so sagen. So ähnlich auf jeden Fall. Aber er hat, glaube ich, schwarze Stiefel an. Und die Hose, die müsste eigentlich ein bisschen dunkler sein. Da fällt die dann drüber. Das sieht... Warte mal, das könnte vielleicht auch noch was Cooles. Die ist, glaube ich, cool. Die ist, glaube ich, cool. Also ich glaube, so sieht der Prinz schon aus. Ich meine, gut, im Gesicht sieht er nicht so ganz so aus, ne? Ich müsste vielleicht sein ganzes Gesicht ein bisschen schmaler machen. Warte mal, ich muss mal seinen ganzen Kopf irgendwie... Kann ich mal bitte seinen Kopf haben? So. Das ist schon, kommt schon eher hin, Freunde. Was sagt ihr zu Prinz Erik? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare bisher. Also eigentlich finde ich den ganz gut. Also ich muss sagen, also mir gefällt er. Ich weiß nicht, also ich würde sagen, Date ist auf jeden Fall drin. So, sieht schon hübsch aus. Also ich finde, er passt auch zu Ariel. Und wenn er die dann kennenlernt, ne, das könnte schon lustig werden. Also mit der Hose und so, das sieht alles schon sehr gut aus. So, und jetzt hat der Prinz natürlich auch einen Hund. Und den möchte ich natürlich auch dazu machen. Jetzt muss ich allerdings mal eben schnell googeln, wie der Hund heißt. Für euch schneide ich das jetzt raus. So, liebe Freunde, weiter geht's. Also, der Hund heißt Max tatsächlich. Der Vorname ist Max. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Wie Schuppen von den Augen. Max. Und der heißt mit Nachnamen natürlich auch dann Prinz. So. Der ist auf jeden Fall freundlich. Der ist verspielt. Und treu. Das finde ich sehr schön. Und es ist auch eine spezielle Rasse. Denn das ist so ein... Ja, der sieht halt aus wie so ein Mob, möchte ich schon fast sagen. Also ihr wisst, was ich meine. Der hat so ganz viel Fell. Der hat so ganz viel Fell und das auch so über den Augen hängen. Jetzt muss ich natürlich gucken, gibt es diese Rasse hier auch? Da, Freunde. So ein Hund ist es, so ein Hund ist es. Genau so sieht der Max aus. Nur, dass er das ganze Fell noch so vor den Augen hängen hat. Und er hat graue Ohren. Das müssten wir dann nochmal extra machen. Warte mal, die Ohren müssten wir dann nochmal extra machen. Ey, ist das süß? Ist das einfach süß? Freunde, findet ihr das auch niedlich? Sag mal ehrlich. Anstrichmodus, den brauchen wir jetzt, weil wir müssen nämlich grau haben. Hier so grau. Nee, das ist kein schönes Grau. Kann ich hier so ein richtiges Grau haben mal? So, weil er hat nämlich graue Ohren. Aber das ist auch nicht dasselbe Grau wie hinten, ne? Gibt es nicht so ein... Was für ein Grau hat er denn da? Nee, das auch nicht. Das Grau hat er da, ne? Ja, das sieht gut aus. So, er hat graue Ohren. Ah, jetzt hat er die hier auf der Seite auch direkt. Sehr gut. So sieht der Max nämlich aus. Einfach süß. Das ist einfach der Max. Er sieht einfach genauso aus. Und er hat auch... Oh, habe ich das jetzt gemacht? Das wollte ich nicht. Ich wollte ihm keinen Schnäuzer verpassen. Er hat auf jeden Fall so eine schwarze Nase. Und ansonsten ist er halt hier hinten dann auch grau. Genau so ist es bei ihm eigentlich auch. Vorderpfoten hat er weiß. Also es sieht schon... Sieht schon süß aus, oder? Also, ich liebe den. Und der hat auch so nichts um. Also, er hat kein Halsband oder sonstiges. Er ist einfach so, wie er jetzt aussieht. Ich setze ihn mal hin. Aber einfach niedlich. Einfach niedlich, Freunde. Ich bin so richtig überzeugt. Also, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den guten Max findet. Ich mache jetzt mal so ein bisschen das hier noch weg, damit man das besser sieht. Aber ich finde ihn schon sehr süß. Ich finde, der passt auch. Der passt auch einfach zu Erik. Einfach süß. Der Gute. So, das wird dann wahrscheinlich auch unser Hund werden. Früher oder später, wenn wir dann mit Prinz Erik zusammenkommen. Wie gesagt, ein Halsband oder sonst was würde ich ihm nicht geben. Und das ist tatsächlich ein Bobtail. Also ich weiß nicht, ob es in Wirklichkeit auch ein Bobtail ist, also bei Ariel, die Meerjungfrau. Aber hier im Spiel ist es ein Bobtail und der sieht dem wirklich am ähnlichsten. Also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir haben einmal unseren Prinz Erik, so sieht er aus. Und einmal unseren Bobtail Max. Und die beiden werden jetzt den Weg ins Spiel finden. Schreibt mir, wie gesagt, gerne, wie ihr die beiden findet. Und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, die Gewinnerin des Gewinnspiels kann sich gerne bei mir melden. Ich freue mich schon, von dir zu hören. Schreibt mir gerne auf Instagram oder auf Twitter, wenn du kein Instagram hast. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und ich sage bis demnächst. Haut rein. Tschüss.